Hi, hier ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute schon wieder nichts mitgebracht. So sorry, ey. Was für letzte 24 bzw. 36 Stunden. Das ist doch total verrückt, oder? Um was geht's eigentlich in diesem Video? Ich erzähle nochmal meine Eindrücke von den letzten 36 Stunden. Sind es ja mittlerweile. Über das Anstehen in Berlin, das Ergebnis und ähnliches, wie das alles gelaufen ist. Dann nochmal kurz zum Gewinnspiel, was für euch die beste Uhr wäre, welche ich versuchen sollte, jetzt zu besorgen. Würde ich gerne die Kommentare von euch lesen wollen, dass da einfach so ein Trend ersichtbar ist, wo man weiß, nicht, dass ich nachher irgendwie, keine Ahnung, die Venus besorge und alle sagen, boah, Venus ist ja jetzt voll Mist. Gut, bei der Venus wird es wahrscheinlich genauso sein. Aber das wäre ganz gut, wenn ihr dann Info gibt. Dann gehe ich jede einzelne Uhr, jede einzelne Mission kurz bei eBay durch. Und wir gehen die mal drauf ein. Und ihr werdet wirklich, mir ist nicht nur ein Ei rausgefallen, sondern wirklich beide. Ich bin jetzt quasi eierlos. Sorry an der Stelle. Aber es ist wirklich so, ich war so überrascht. Jede Uhr gehen wir durch und dann switchen wir nochmal zu Chrono 24. Ist recht überschaubar. Und dann nochmal bei eBay Kleinanzeigen. Das ist das, was da gerade los ist. Ihr müsst euch natürlich im Klaren sein, ne? Dass die Uhren immer weniger werden. Die, die jetzt eine kaufen, die wollen sie auch behalten. In der Regel erstmal nicht weiterverkaufen. Und wenn dann nur zum vielfach höheren Preis, ist ja logisch. Weil die eBay-Gebühren und Co., die fallen ja auch an. Und deswegen werden es immer weniger. Ich hatte heute Morgen ganz früh morgens geguckt, da waren es irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit 200 noch. Und vorhin waren es nur noch 156. Und selbst laufende Auktionen werden abgebrochen mit dem Hinweis, Achtung, Uhr ist nicht mehr verfügbar oder kaputt, weil dann irgendein anderer Yogi-Bär gesagt hat, hier, pass auf, komm, gib dir 1,5, schick mir den Wecker und dann habe ich noch morgen oder übermorgen oder ich komme eben vorbei. Ja, wenn jetzt zwei in Frankfurt sitzen oder zwei in Berlin, dann hat er eine Stunde später schon einen Wecker und morgen auf der Arbeit, hey, ich bin der Erste. Und die Briten scheinen da ganz weit vorne zu sein. Aber es gibt noch ein Land, was das Ganze toppt. Mehr dazu in dem Video. Und ganz zum Schluss, auch noch interessant vielleicht für euch, zeige ich nochmal ganz kurz einen Vorspann mit kleinen Kurzvideos von 5 Uhren, die ich bald vorstellen werde. Querbeet, alle Marken sind dabei. Über die ich so noch nicht wirklich berichtet habe, außer Seiko. Schaut mal rein, ganz am Ende. Ich habe unten auch Inhaltsverzeichnis angelegt, könnt ihr also auch direkt dahin springen. Ja, und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Jetzt gibt es noch ein bisschen Gesabbel. Nochmal kurz zusammengefasst, was da los war. Ich wollte ja eigentlich selber nach Berlin, das hat zeitlich nicht geklappt. Ich hatte hier noch einen anderen Termin. Ich hatte die Wahl zwischen Koffer packen oder nach Berlin zu fahren. Beziehungsweise nach Berlin zu fahren, dann Koffer packen oder hier zu bleiben und alles ist safe. Weil Happy Wife gleich Happy Life, weiß man ja. Und ich bin dann hier geblieben. Dann musste ich mich erstmal um Ersatz kümmern, wer sich da in die Reihe stellt. Und zum Glück habe ich dann wen gefunden. Eigentlich hatte ich 4 Leute. An der Stelle auch nochmal Danke an Max und Martin und die Freunde von ihnen, dass sie sich bereit erklärt haben, da anzustehen. Ich habe mir dann in der Nacht schon überlegt, boah, super, jetzt hast du die Möglichkeit auf 8 Uhren. Die musst du jetzt auch erstmal irgendwie bezahlen und ich musste den Leuten dann ja auch das Geld geben. Und umsonst haben die das ja, wie gesagt, auch nicht gemacht. Die Party hat mich jetzt also in Summe auch schon 250 Euro gekostet, dafür, dass ich nichts habe, leider. Auf jeden Fall war Martin mit seinem Kumpel dann gegen 5 Uhr in Berlin in der Schlange. Und es war, ja, waren schon welche da und es stellte sich nachher raus, Platz 152 und 153, fand ich jetzt ganz gut. Und das füllte sich schnell, es gibt ja unten den Link auch. Ich habe dann ja einen Live-Ticker eingerichtet, ich habe mir auch einige, auch weitere Fotos geschickt, auch aus Athen und so. Ja, und dann ging es los, dass der Max kam dann gegen 7, glaube ich, und da haben wir schon gesagt, du, brauchst du ihn gar nicht mehr anstellen. Sein Kumpel hat zwischenzeitlich abgesagt, der wollte noch im Bett bleiben. Und ja, bei Max haben wir abgesagt, er ist dann noch einmal die Reihe hoch. Wir haben geschätzt, da stehen schon 700, 600, 700. Da haben wir schon gleich abgewunken, gut, dass wir es so gemacht haben. Weil ich war ja vorher Zuversicht, dass ich wenigstens 2 Uhren bekomme.
Apropos 2, in der Nacht hat die Swatch Group dann ja bekannt gegeben, dass es nur noch eine Uhr pro Person gibt und nicht mehr 2. Und somit war mein ursprünglicher Plan, ich bekomme 8 und kann dann wenigstens vielleicht sogar 2 hier verlosen, auf 2 runtergedampft. Und ja, ich habe die ganze Nacht nicht gepennt. Ich war praktisch die ganze Zeit live dabei bei den Jungs und gefiebert, gezittert. Ab 50 kam die Aussage, dass die Tiffany schon ausverkauft ist. Alle anderen wären noch da, aber Tiffany war sold. War mir ja klar, war auch mein Favorit. Und dann ja, ging es immer weiter runter. Dann kam die 110. Haben gedacht, boah, ja gut, 110, das war so. Ich kann es gar nicht mehr sagen, müsst ihr nochmal unten in dem Link gucken, wann es war. Auf jeden Fall zählt es dann runter, 120, 130. Und dann kamen die auf einmal mit dem Megafon raus und haben gesagt, sorry Leute, es gibt keine Uhren mehr. Es gab gleich ein riesiges Polizeiaufgebot, die versucht haben, die Menschenmengen da auseinanderzubringen. Also, ihr könnt jetzt gerne gehen, es gibt keine Uhren mehr, ja? Die waren aber irgendwie alle recht stur, weil die weiter hinten haben das irgendwie gar nicht mitgekriegt. Die blieben alle stehen und ja, keine Uhr bekommen. Das kann ja wohl nie wahr sein, habe ich gedacht. Klar, den Jungs muss ich natürlich trotzdem die Kohle geben, ist ja logisch. Selbst das, 100 Euro pro Person, wenn man das jetzt auf den Stundenlohn runterrechnet, sorry Martin nochmal und ganz lieben Dank, dass ihr da so lange gestanden habt. Ich werde das irgendwie nochmal irgendwann wieder gut machen. Beim nächsten Mal fahre ich auch selber hin. Ja, das war dann wohl nichts. Ich werde jetzt aber versuchen, für euch noch eine Uhr zu bekommen. Ich halte mein Wort. Ich habe zwar gesagt, wenn ich 2 bekomme, dann verlose ich nur. Ich habe jetzt keine bekommen. Aber ich finde es auch irgendwie blöd, wenn es jetzt keine zu gewinnen gibt. Und ich bin jetzt gerade schon mit ein paar am Verhandeln. Ich möchte auf jeden Fall eine von der Erstedition verlosen. Ich halte euch da im Loop. Ansonsten müssen wir eine andere Uhr nehmen. Ich habe ja hier so ein paar. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht zu vergleichen mit der, die wir ja eigentlich haben wollten. Ja, wieso ich das Video überhaupt gemacht habe, ich dachte, mir fällt ein Ei aus der Hose. Als ich gestern schon geguckt habe in der Schlange, gab es die Tiffany und das war wirklich kurz nachdem die 50 sold waren und man hat schon gemerkt und auch gehört von den anderen, dass wohl weltweit die Uhr sold war. Da war das erste Gebot schon bei über 3000 Euro. Und zwar in Großbritannien. Die sind ja sowieso alle immer ein bisschen strange drauf da drüben. Sorry Leute, ihr wisst, wie ich das meine. Aber das, also 3000 habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Und dann lieber, wenn wir 2 Stunden eher aufgestanden hätten. Egal, rum wie numm. In Deutschland gibt es da noch Angebote, gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Aber ja, das müsst ihr euch mal überlegen, 3000 Euro. Und genau die Uhr gucken wir uns jetzt an, weil sie hat sich nämlich schon verdoppelt und noch mehr. Und mal gucken, was dann noch bei rauskommt. Also, jetzt surfen wir mal ein bisschen durch die Seiten. Auch durch die anderen Angebote, die da gerade so aktuell am Markt sind, für die anderen Uhren. Ja, ich bleibe da dabei. Ach so, jetzt noch eine Info noch. Es liefen dann ja schon, als die Kollegen in der Schlange standen, ganz viele Swatch-Mitarbeiter mit Listen rum. Weil man da gesagt hat, naja, dass ihr heute eine Uhr bekommt, ist recht unwahrscheinlich. Hat sich trotzdem irgendwie keiner beirren lassen, sind trotzdem in der Schlange geblieben. Total witzig eigentlich. Und auch total strange. Ja, wir stehen jetzt auch auf so einer Liste, allerdings auf Seite 7, weil wir ja eigentlich davon ausgingen, dass wir eine bekommen haben. Und die sind ja schon ein paar Stunden vorher, ich glaube ab 10:30 sind die, ab 10:30 sind die ja schon rumgelaufen mit der Liste. Aber natürlich nicht bei meinen Jungs, weil die ja eigentlich schon eine Nummer hatten. Es wurden also Nummern vergeben. Wir davon ausgingen, dass wir sowieso eine kriegen. Ne? Also, ja. Und auf der Liste stehen wir jetzt. Das Problem ist nur, auf Seite 7, es waren ungefähr, keine Ahnung, 4, 5, 10 Swatch-Mitarbeiter, die mit den Listen rumrennen. Also das Ganze mal 10. Danach die Leute, die da ja noch standen, man schätzt in Berlin 1600 bis 2000, konnte das nicht genauso durchzählen. Auf jeden Fall total irre. Und in den anderen Städten auch so. Ich habe auch noch Bilder von Frankfurt und Ähnliches bekommen und gesehen. Sind auch unten in dem Link, wie gesagt, auf meiner Seite noch, wer sich das nochmal anschauen möchte, was da los war. Ich habe auch einen coolen Reel auf Insta hochgeladen. Schicke ich euch auch den Link unten rein.
schön in Slow, Quick Motion, die ganze Schlange mal durch, 1600 Leute, schon ziemlich krass. Auf jeden Fall stehen wir da auf eine Liste. Diese Leute sollen jetzt auch bevorzugt die Uhr bekommen. Es wird jedoch nur eine kleine Auflage rauskommen. Also geht man davon aus, dass die Auflage wieder so groß ist wie die jetzige. Wieder nur so wenig. Dann müsste es eigentlich dauern, bis sie dann auch wirklich wieder in den Läden kommen. Ne? Das wäre eigentlich so, wie sie es jetzt machen müssten. Die Frage ist, ob sie wirklich davon wussten. Also ob sie das wirklich alles so geplant haben. Ne? Oder ob die sich dann in der Nacht noch überlegt haben, ach komm, wir switchen jetzt nur auf 1 und wir sagen den Leuten auch nicht, dass es eine 130 gibt und lassen die erstmal in der Schlange stehen, weil ist ja klar, ne, am Kudamm, da rauschen die Autos vorbei, tausende von Autos und alle wundern sich, hey, was ist denn hier los? Wieso stehen die denn alle bei Swatch, bei einer 100-Euro-Uhr und fangen dann mal an zu surfen und sehen das dann. Also Chapeau, Swatch, besseres Marketing geht nicht, finde ich richtig gut. Ich liebe gute Marketingaktionen, wenn es auch für mich echt blöd ausgegangen ist, leider, und ich auch ziemlich angenervt war. Ich bin gestern Nachmittag um 4 dann ins Bett irgendwann und hab dann bis heute Morgen um 6:30, aber neue Uhrzeit, sagte meine Frau, nee, schon wieder eine Stunde später, 7:30, dann echt durchgepennt, weil ich habe ja die ganze Nacht durchgemacht, zusammen mit den Jungs. Das war schon alles total verrückt. Jetzt aber nochmal auf die Uhr eingegangen, weil das sprengt ja alles, oder? Ich weiß nicht, ob irgendein anderes Modell in diesen Preissphären unterwegs ist, aber mir war das schon klar, dass gerade das Tiffany-Modell die Uhr sein wird, die den absoluten Hype hier auslösen wird und die für die auch Tausende von Euros bezahlt werden. Also ich glaube auch nicht, dass man eine unter 1000 bekommt. Aber das gucken wir uns jetzt mal an. Bis dahin. Also, ich sage euch mal bis später, ne? Ciao. Also, eBay Moonswatch. Aktuell 153 Gebote. Als ich gerade das Video gemacht habe, waren es noch irgendwie 164. Klar, die rauschen jetzt runter, ne? So, jetzt nehme ich es zum dritten Mal auf. eBay Moonswatch. Aktuell 153 Gebote. Als ich gerade das Video gemacht habe, waren es noch irgendwie 164. Klar, die rauschen jetzt runter, ne? Hier mal so ein kurzer Überblick, was hier so los ist. Tauchen natürlich auch ein paar echte Moonwatches zwischendurch mal auf. Ja, ich würde die jetzt mal einzeln durchgehen. Das ist nämlich ganz interessant. Jupiter fange ich mal an. So. Sorry, ich hatte hier noch einen kleinen Zettel, wo ich mir schon mal die Preise aufgeschrieben hatte. Ja, Jupiter liegt aktuell bei 1200 Euro. Das war das höchste Gebot, was ich gefunden habe. Ist auch eine echte Auktion aus Frankreich. Aber wie gesagt, lasst euch davon nicht beirren, weil ich war vorhin auf einer Mars drauf. Das war eine Auktion für 880 Euro. Die lief und ich hatte das Fenster neu auf und habe dann die Seite neu geladen wegen dem Video. Und dort stand dann, die Auktion wurde abgebrochen, weil die Uhr nicht mehr verfügbar ist. Sprich, da hat irgendeiner geschrieben, pass auf, ich zahle dir 1200, 1500, 3000, keine Ahnung, whatever. Und dann hat er die Auktion abgebrochen. Das heißt, worst case, wartet man jetzt nicht Tage, um hier an so einer Auktion teilzunehmen, in der Hoffnung, dass man dann die Uhr bekommt und höchstbietender ist. Und wenn man Pech hat, bricht er trotzdem die Auktion ab. Ja. Also Jupiter, 1, 2. So, dann haben wir Sonne. Achso, dann sollte ich auch Sun schreiben, ne? So, was haben wir hier? 000, 4 Gebote. Ja, so wie ich es mir schon gedacht habe. Die war bei mir auch kein Favorit. Apropos Favorit, ich zeige euch mal meine Favoriten hier kurz. Sonne war auf 8. Das war die Liste an Martin, beziehungsweise das Bild an Martin, wenn er im Laden ist, dass er die Reihenfolge dann runterrattert. Nur mal für euch zur Info, Uranus war 1, Mercury, falsch geschrieben hier, war die Nummer 2. Ich hatte allerdings erst die Moon als 2, ich habe dann nochmal geswitcht, weil ich die Mercury besser fand. Und ja, ihr könnt dann nochmal alle einzeln sehen. Da auch die Frage an der Stelle, welche Uhr wäre denn für euch am interessantesten fürs Gewinnspiel? Hier seht ihr sie ja nochmal alle auf einen Blick, wenn auch nicht ganz so tolle Qualität. Sorry an der Stelle, das ist ja das Schaufenster aus Berlin.
Was wäre denn, ja, was wäre euer Favorit? Was soll ich versuchen zu besorgen? Gut, so. Hier nochmal kurz die Sun. Ist jetzt nicht so viel los. Ja, die wollte, glaube ich, auch nicht so. So, die wollten nicht so viele haben. Wenn wir schon Sommer gehabt hätten, würde es vielleicht anders aussehen, aber ja, für mich war sie auch nicht. War sie kein Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Neptun. Ja, Neptun, Preisvorschlag zählt nicht. 800, 00. Hier sind wir bei 765, 950, 905. Preisvorschlag. So, 4.200. 78 Euro habe ich hier aus Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil die Uhr war bei mir auch ziemlich weit hinten. Haben wir hier noch was anderes? Nee. Nee. Ich hatte vorhin noch eine bei Neptun. Wobei, nee, es war nicht Neptun. Das war eine andere. Das war Mars. Da gehen wir jetzt gleich nochmal hin. Also. Teuerste Uhr für Neptun 4.278, aktuelle Gebote tatsächlich, die da laufen, ja. Acht, und noch 8 Stunden. Also da muss ich auch mal kurz hier ein Lesezeichen machen. Favorit. So, dann haben wir. Was hatten wir dann noch? Pluto. Pluto finde ich ja hier in den Anzeigen sofort als, boah, als Must-Have-Uhr finde ich richtig gut. Also Pluto war ich immer am Schwanken, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, aber wenn man sie so auf den Bildern sieht, sie sticht aus der Masse hervor. Ne? Ganz klare Frage, ganz klare Aussage. 1037 Gebote aus Frankreich, noch ein Tag. Ist irgendwas aus Deutschland mitgeboten, aus Österreich, Italien. 1400 Preisvorschlag. 100 Gebote, auch aus Italien. 100 Gebote, also hier ist mal ein Euro oder was? Hä? Hm. So, was machen die Internationalen? 9.000, das ist krass hier, 9.728,55. Die war vorhin noch bei 7.206. Also die toppt jetzt scheinbar alles. Das sind wieder die Briten. Ich weiß nicht, was bei den Briten los ist, ob die den für ihr Polo-Club haben wollen. Morgen schon, Live-Übergabe, damit ich morgen gleich zur Arbeit sagen kann, hey, guck mal hier. Leute, ich habe hier die Pluto. Das ist doch total verrückt. Ja, zwei Fotos. Das war's. Ja, also. Ja. 9.700, da muss ich nochmal aufschreiben eben, weil ich habe hier nämlich noch 7.000 stehen. 9.728 Euro. Ist ja jetzt die teuerste im Moment. Wahnsinn. So, was haben wir jetzt als nächstes? Pluto, Mars. Mars macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel. Ja, 1000. Wie gesagt, das, was ich vorhin schon sagte, 880 Euro Auktion, zack, weg, weil, ne? Mit Echtheitsprüfung, was ist das denn? Kenne ich gar nicht. Kennt das einer von euch? Also nicht viel da. 705, 900, zweites Preisvorschlag. Preisvorschlag. International. Ist jetzt nicht so viel los, sind wieder alles verschiedene. Ja, also der Favorit von vielen wegen der Alaska-Expedition entpuppt sich aktuell so. Als Mittelfeldkandidat raus, so würde ich es mal sagen. Dann haben wir Jupiter. Jupiter war bei mir im Mittelfeld. 1200 Euro. 62 Gebote, noch ein Tag aus Frankreich. Ist dann ja auch schnell da. 1200. Ja. International. Irgendwelche verrückten Briten dabei? Ne. Ne. Also 1200 für die Jupiter. Mittelfeld wie die Mars. Die war bei mir auch Mittelfeld.
Dann Erde. Die war bei mir auch ziemlich weit hinten. Das, die hat mir farblich auch so. Vielleicht sollte ich einfach mal Earth schreiben. Earth. Ja, was haben wir hier denn? 600, 600, Gebote, Gebote, 500, 00. Ja. Oh, achso, zwei Uhren. Zählt nicht. Ja, nichts los. Dann Venus. Venus könnte auch ein Insider-Tipp sein für die Zukunft, weil da soll angeblich nicht so viele produziert worden sein, weil das ja typisch Damenmodell ist. Dem macht sich ja kein Mann ans Handgelenk die Uhr. Deswegen hat man wohl auch nicht so viel produziert und deswegen gibt es davon auch nicht so viele, gerade aus der ersten Edition. Das, wir wissen ja bei den großen Marken, das hässliche Endline ist ja oft vorne, beziehungsweise nicht vorne, sondern steigt im Wert, weil die Uhr eben viele nicht auf dem Schirm hatten und nicht haben wollten. Viele tragen die dann halt, die Damen, aber ne, irgendein Kerl hat sich die halt vielleicht in Safe gelegt und in ein paar Jahren sagt man hier, erste Edition Venus, Leco Mio, was weiß ich, 10 Kilo, keine Ahnung, kann aber auch alles nicht stimmen. 15 Gebote, also sie steigt auch. Wieder die Italiener, ich weiß nicht, was in Italien los ist. Also für alle Süddeutschen, fahrt rüber nach Italien, stellt euch da eine Straße, vielleicht kriegt ihr noch ein paar Euro mehr. Sieht im Moment so aus. Das war das Einzige. 800, 600, sofort kaufen. Uninteressant, international sieht es auch. 1200, USA. Keine Gebote, keine Gebote. Ja. Ja. Venus. Achso, ich mache jetzt erstmal meine. Mein Favorit. Das ist die Uhr, die ich gestern schon gesehen habe. Da habe ich gesagt, mir fällt ein Ei aus der Hose. Das waren gestern über 3000 Euro, als wir praktisch, als ich mit meinen Jungs noch virtuell in der Schlange stand. Als es dann hieß, bei Nummer 50, die Uhr ist ausverkauft, ja, da habe ich gedacht, ich google jetzt mal. Und das sieht hier ja alles überschaubar aus. Die wird so, ja gut, 1500 bis 2000 wird die rauskommen, weil das wird definitiv eine der Hype-Uhren werden. Die Tiffany ist halt, ne, wir kennen es ja bei Rolex, jeder dachte erst, boah, was denn das? Und jetzt gehen die Preise zum Mond. So, und meine 3000 Euro Uhr ist mittlerweile 7.326 wert, in Anführungsstrichen. Wieder die Briten. Ja, verrückt, oder? Bilder kennen wir ja nun. Aber, so. Wegen dieser Uhr habe ich das Video gedreht, beziehungsweise drehe ich es. Habe ich gedacht. Aber wir haben aber noch eine vergessen. Welche haben wir vergessen? Welche habe ich gerade angefangen zu tippen? Genau. Die wollte ja auch viele haben. Die Mercury. So, Mercury, ja, alles ganz, ganz harmlos aus, ne? Da war ich schon bei 1,5. Also meine Platz 1 und Platz 2, da lag ich schon ganz gut. Das Foto, was ihr vorhin gesehen habt, war von, ich glaube, 10 Uhr oder so. Weil er wollte es unbedingt haben, schon auswendig lernen, wenn wir da in den Laden kommen. Was ja nun leider nicht geklappt hat. So, Mercury, noch 6 Tage und schon bei 1,4, aber auch wieder. Leute, fahrt nach Italien, das ist ja total strange. Ich weiß nicht, was in Italien los ist. Macht Bringdienst nach Italien, der juckelt da für 200 Euro darunter. Macht euch noch einen schönen Tag im Hotel und übergebt die Uhr. Das ist ja echt, das ist nicht schlecht, ne? Aber es geht noch besser. Ich habe das Video schon gedreht und da habe ich gedacht, mir fällt ein Ei, da fällt das zweite Ei dann auch noch aus der Hose sozusagen, weil das erste ist ja schon rausgefallen. Guckt euch das bitte mal an. 11.950 Euro. Warum? Weil er der Erste war oder was? Keine Ahnung. Steht hier eine Uhrzeit drauf? 10.05 Uhr. Na okay. Mag die erste Uhr sein, die verkauft wurde. Aber ja, 11.950.
Und das Ding läuft noch 2 Tage. Also, den Link stelle ich unten mal rein. Ich schreibe auch unten in die Beschreibung rein, das, was die Uhren jetzt gerade wert sind. Dann hat man mal so einen Stand und kann dann später nochmal vergleichen. Ja. Totaler Hammer, oder? Also, sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Das mal zum kurzen Überblick, was so los ist. Es ist doch verrückt. Ich versuche natürlich trotzdem, euch eine zu besorgen. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich das schon erzählt? Weil ich habe das Video dreht, ist ja gerade zum dritten Mal, wegen technischer Probleme. Ich werde versuchen, euch noch eine Uhr zu besorgen, die wir hier auch verlosen. Ich weiß noch nicht, welche. Gerne unten als Kommentar, was für euch der Favorit ist. Also das wäre mir ganz wichtig. Nicht, dass ich dann irgendeine Sorge habe, boah, das ist, was hast du denn da besorgt? Die kannst du dir ja sonst wohin stecken. Also, ja. Ich bin hier am Ball und ich werde auch nochmal mit der Swatch Group telefonieren morgen. Ich habe da einen sehr guten Kontakt. Versuche nochmal irgendwie was rauszubekommen. Das ist doch wohl echt der Knaller, oder? Also, ich weiß nicht, wieso das in Great Britain so ist. Ob der jetzt übermorgen schon die Uhr unbedingt am Handgelenk haben will, wenn er in seinen Polo-Club geht oder so, ich habe keine Ahnung. Aber ja, es gibt halt immer mehr Leute, die Geld haben und da zählt eben das Statement auf der Straße und ja, wenn er dann eben mit seinem Lambo oder whatever davor fährt und die Uhr am Arm hat, ist ihm wahrscheinlich auch egal, ob er jetzt 5.000 bezahlt oder 10.000. Ja, ist schon sehr frustrierend, muss ich sagen. Also die Uhr kaufe ich jetzt nicht fürs Gewinnspiel. Ich biete da auch nicht mit. Freue mich, wenn ihr unten in den Kommentaren schreibt, was ihr gerne für ein Modell hättet, damit ich vielleicht mal so eine Tendenz sehe, wo der Weg hingeht. Nicht, dass ich dann irgendwie die Moon kaufe und alle sagen, was soll ich denn jetzt mit der Moon? Das ist ja total bescheuert. Da mache ich gar nicht mit. Sondern dass man einfach so einen Trend bemangelt. Ich kann es nicht allen recht machen, ich kann leider nicht alle 11 verlosen. Das klappt leider nicht. Ich würde jetzt, wie gesagt, eine meiner Psychos verkaufen und dafür dann versuchen, eine neue zu bekommen. Tut mir auch weh, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich möchte hier gern zu meinem Wort stehen, wenn ich auch keine 2 bekommen habe. Und deswegen bitte Kommentar, welche Uhr es zum Gewinnspiel geben will. Dass wir uns das die nächsten 2-3 Tage mal angucken und dann gucke ich mal, dass ich eine besorge. Vielleicht hat ja auch einer 2 und sagt, dann gebe ich sie jetzt dem David für einen guten Preis und der verlost sie dann. Naja, also mal sehen. So, jetzt gucken wir nochmal kurz bei Chrono24 durch. Finde ich ganz interessant. Ich habe gestern um 16 Uhr gesucht. Danach bin ich ja ins Bett gegangen. Ich bin ja jetzt erst seit ein paar Stunden wieder aktiv hier. Da waren 17 Stück, die zu sehen waren bei Moonswatch. Und jetzt sind es nur noch 9. Interessanterweise, ja, Finnland hier, 12.000, Spanien. Das sind allerdings jetzt alles Dollar. Also ungefähr 10.000, 5.000, 10.000. Das war's. Also bei Chrono24 ist nicht so sehr viel los. Der Vorteil bei Chrono24 ist natürlich, dass das alles ein Safer ist, dass da nicht einfach mal irgendwie einer abbrechen kann. Wenn er das Ding angenommen hat, dann passiert das so. Und über den Treuhandservice ja sowieso. Wobei bei eBay, glaube ich, funktioniert es auch so, ne? Der Käufer kriegt nicht gleich sein Geld, das liegt da irgendwo und dann zurück kriegt er erst das Geld, wenn war. Wenn geliefert wurde und der Käufer gesagt hat, die Uhr ist gut. Aber das war's, das wollte ich euch nochmal zeigen bei Chrono. eBay Kleinanzeigen wollte ich nochmal eben. Bei eBay, da sind sie, Moonswatch. Habe ich es falsch geschrieben? Nee. Sind ein paar drin. Pluto, VB, sonst. Ja, auch interessant, die Venus. Hier war ich mit zweien in Diskussion. Der eine wollte 700 haben, dann hat er gesagt 600. Geht jetzt nach oben selber vom Preis. Ja, dann ist das so, ne? Ja.
Also für 500 hätte ich sie genommen. Jetzt geht er auf 990. Okay, interessant. Ansonsten sehr, sehr mau. Leute, ist auch klar. Die, die die Uhren nicht haben wollten, die kaufen sie jetzt. Die verkaufen sie jetzt. Und es werden halt immer weniger. Und irgendwo sind sie alle verkauft. Weil die, die dann die Uhr haben, die wollen sie ja eigentlich nicht weiterverkaufen. Ich will ja noch eine haben fürs Gewinnspiel, aber wenn ich noch eine zweite besorge, dann will ich die natürlich auch behalten. Und auch tragen. Und das ist bei allen, die jetzt verkauft werden, natürlich auch der Fall. Vielleicht sind noch ein, zwei dazwischen, die sie dann nochmal weiterverkaufen wollen, aber die müssen dann ja schon wesentlich mehr kosten. Alleine schon wegen eBay-Gebühren oder Chrono24-Gebühren oder ähnliches. Ne? Ja, das war's zum Thema Moons Watch auch bei eBay-Kleinanzeigen. Ich stelle jetzt vor die Psycho Brian May, die limitierte Edition mit dem Gitarrenkoffer. Ziemlich cooles Teil irgendwie. Also die ganze Story ist halt ziemlich rund. Ich habe da jetzt keine Beziehung so zu. Queen fand ich immer gut, klar. 68er Baujahr, das haben wir halt gehört. Highlander, ja. Aber die Uhr war cool. Der Citizen Pro Master Aqualand. Ziemlich geile Verpackung, kann ich euch schon mal sagen. Hatte ich so auch noch nicht. Macht gut was her. Also echt gut. Dann eine Luminox Bier. Die ja, fand ich auch sehr, sehr cool. Stelle ich euch auch vor. Dann eine Tissot Pepsi. Hier schon mal ein kurzer Ausblick. Und dann noch eine schöne G-Shock. So ein schönes, klassisches Outdoor-Teil. Survival und Co. Ja, macht auch gut was her, finde ich. Die werde ich alle mal im Unboxing vorstellen. Und kurz vorstellen. Und dann, ja, hier ist schon mal ein kleiner Ausblick. Und was sagt ihr jetzt eigentlich dazu? Wird irgendeiner mitbieten bei der Uhr für, also gerade war es 7.200, schieß mich tot, Euro? Oder eher nicht so? Ich glaube, wir lassen das die Briten mal unter sich ausmachen, oder? Und wir gucken mal, ob wir vielleicht eine bekommen oder wirklich noch warten. Das ist jetzt ja wirklich die große Frage, ne? Was macht jetzt Psycho? Hauen sie jetzt gleich die nächsten Uhren auf den Markt? Oder halten sie jetzt doch noch limitiert, auch wenn sie nicht limitiert sind? Es ist ja bei G-Shock genau das Gleiche. Die B5000er, die 4000-Euro-Uhr, die sind alle nicht limitiert. Die MRG-Modelle sind alle nicht limitiert. Die MTG-Modelle sind ja teilweise limitiert und die gehen dann, schießen dann tatsächlich relativ zügig nach oben. Aber die MRG-Modelle nicht, wobei die eben auch nach oben schießen, weil ja, sie bringen halt kaum welche auf den Markt. Das ist einfach ein Problem. Das sind halt die High-End-Uhren, die Grand Psycho bei G-Shock und ja, also das ist schon krass. Ich bin ja froh, dass ich eine bekommen habe. Das Video hatte ich ja vorgestellt. Ich habe ja schon die ersten zwei gesehen, allerdings auch aus Japan, für 5.600 Euro oder 5.500 waren es. Ja, weil es ist weltweit ausverkauft. Das ist auch total verrückt, ne? Aber das, was Swatch hier macht, ist auch verrückt. Lassen wir uns mal überraschen, was sie jetzt machen. Normalerweise müssen sie jetzt erstmal die Liste abarbeiten, dass alle eine bekommen, die auf der Liste stehen. Weil wenn sie die jetzt nächste Woche oder übernächste Woche im Laden haben, das wäre ja dann für alle, die dann aufgestanden sind und dann in der Liste standen, in der Schlange anstanden oder auf der Liste standen, so rum, wollte ich sagen, wäre ja ein Schlag ins Gesicht. Also, weil da hätten sie die Liste auch sparen können, dann wäre es eine reine Kontakteinsammelaktion gewesen. Wobei der Schachzug natürlich auch super ist. Ne? Ich meine, die haben jetzt die Kontaktdaten von allen und wissen, dass sie die Uhr haben wollen und wissen auch, dass sie irgendwie Uhrenfan sind und jeder weiß, wie schwer ist es heutzutage, Adressdaten einzusammeln. Also auch hier Respekt an Swatch, habt da wirklich coole Idee. Für alle anderen, die wir eigentlich eine Swatch haben wollen, sagen wir, boah, geht gar nicht. Ja, ich sehe mal beide Brillen. Und ich interessiere mich halt sehr, sehr gerne für Marketing. Deswegen wollte ich das an der Stelle nochmal erwähnt haben. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag. Viel Spaß nochmal bei eBay, wenn ihr da mal ein bisschen gucken wollt, was da so passiert. Und ja, ich halte euch im Loop, was jetzt weitere Dinge, die ich höre, abgeht. Ich werde Montag mal mit meinem Swatch-Ansprechpartner telefonieren, gucken, ob ich irgendwas rausbekomme. Ich bin da sehr gut verdrahtet mit der Swatch Group und ja, also dann halte ich euch auf jeden Fall im Loop und gebe euch nochmal Bescheid oder drehe nochmal kurz ein Video nach. Schönen Sonntag euch und nochmals vielen Dank, dass ihr da seid, auch dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Dafür nochmal ganz, ganz lieben Dank und ja,
Wer es noch nicht abonniert hat, jetzt abonnieren. Gerne mit Glöckchen. Nur dann werdet ihr eben informiert, wenn es neue Videos gibt. Sonst eben nicht. Und du sagst dann irgendwann, na blöd, da passiert irgendwie überhaupt nichts. Dabei habe ich schon irgendwie 40 neue Videos hochgeladen. Wäre auch irgendwie blöd. Ja, also von daher. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.